Schönen guten Morgen. Ja, schönen Dank, dass ihr euch alle so früh schon aus dem Bett bewegt habt. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass ich hier am Sonntagmorgen um 11 alleine sitze, aber das ist ja gar nicht so, das ist ganz schön. Schönen Dank auch für einen weiteren Platz in Saal 1 für so einen vollständig nicht technischen Talk. Ist er, da kommt keine Technik drin vor, es geht um den Verfassungsschutz. Ich werde ein bisschen was über Theorie und Praxis des Verfassungsschutzes erzählen, den NSU und was in den letzten, ja, so im letzten Jahr passiert ist. Das haben wir ja am Donnerstag schon gehört und haben bestimmt viele präsent. Und ich dachte, es gibt ja noch viel mehr zum Verfassungsschutz zu sagen. Und das versuche ich jetzt mal so ein bisschen in diesem Talk. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Wer weiß, wo das steht? Genau, Artikel 15 im Grundgesetz. Das ist eins der Grundrechte, die durch die Verfassung geschützt werden, für die also der Verfassungsschutz insbesondere zuständig ist, und warum das eine Rolle spielt, dazu komme ich dann noch. Ich werde jetzt ein bisschen was dazu sagen, was theoretisch den Verfassungsschutz ausmacht, wie das geregelt ist, wie der eigentlich arbeiten sollte und wofür er zuständig ist. Seit 1950 gibt es das Bundesverfassungsschutzgesetz, in Relation natürlich zur Gründung der Bundesrepublik und dem Grundgesetz, also der Verfassung der Bundesrepublik seit 1949. Artikel 1 Absatz 1, der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Bestandes und der Sicherheit des Bundes und der Länder. Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder ist die Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen. Paragraph 3 Absatz 1 des Verfassungsschutzgesetzes. Wie arbeitet der Verfassungsschutz? Man ahnt das, aber ich dachte, es ist ja auch interessant, nochmal genau nachzugucken, was die also tun. Sie informieren sich und sammeln Informationen aus allgemein zugänglich öffentlich verfügbaren Quellen, wie Talks beim Kongress, Zeitungsartikeln und so weiter. Sie verwenden aber auch sogenannte nachrichtendienstliche Mittel und können dazu insbesondere auch V-Leute einsetzen, Vertrauensleute also, Observation, Bild- und Tonaufzeichnungen sowie die Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. Das sagt selbst so der Verfassungsschutzbericht, der letzte, die werden regelmäßig rausgegeben. Zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes gehört es, das sind vier Kernbereiche, Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind, zu beobachten, aber auch sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten, die im Bereich der Bundesrepublik stattfinden und zu beobachten sind. Aktivitäten, die auswärtige Belange der Bundesrepublik gefährden, und schließlich Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere gegen das friedliche Zusammenleben der Völker gerichtet sind. Soweit also theoretisch die Aufgaben des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz, das wird ja relativ häufig moniert, ist nicht ordentlich demokratisch, lässt sich nicht kontrollieren, aber natürlich ist die Kontrolle schon auch irgendwie geregelt. Da gibt es ein Gesetz über die parlamentarische Kontrolle, das ist das sogenannte Kontrollgremiumsgesetz, das Gremium, was also kontrollieren soll. Das Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt, das gibt es auf Länderebene dann jeweils nochmal, ist das sogenannte parlamentarische Kontrollgremium. Früher hieß das parlamentarische Kontrollkommission, abgekürzt PKK, und ich vermute, weil das gelegentlich zu Missverständnissen kam, haben sie das jetzt geändert. Außerdem gibt es das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, was also die konkreten Überwachungsmaßnahmen regelt, das sogenannte G10-Gesetz, weil sich das auf den Artikel 10 des Grundgesetzes bezieht, da steht da nochmal, das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich, also eins der verbrieften Grundrechte unserer Verfassung. Und wenn das aufgehoben wird, zumindest teilweise, dann braucht es dazu dieses G10-Gesetz. Das Parlamentarische Kontrollgremium kontrolliert die Bundesregierung hinsichtlich der Tätigkeiten der Nachrichtendienste. Das sind einerseits der Verfassungsschutz, aber auch der Bundesnachrichtendienst und der Militärische Abschirmdienst. Das sind die drei Dienste, die wir in der Bundesrepublik haben. Und die Bundesregierung ist auch verpflichtet, dieses Kontrollgremium umfassend über die allgemeine Tätigkeit der Nachrichtendienste und über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten. Das findet sich so auf der Webseite des Bundestages.
besondere Befugnisse, das hatte ich schon gesagt, hat das Kontrollgremium bei der Kontrolle von Beschränkungen des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, also eben des Artikel 10 durch die Nachrichtendienste. Und dazu bestellt er die Mitglieder der sogenannten G10-Kommission, die jeder einzelnen Beschränkungsmaßnahme zustimmen muss. Also jede Form von Überwachung durch den Verfassungsschutz muss durch dieses Gremium genehmigt werden. Dazu gibt es dann auch einen Bericht. Erstmals geregelt, das fand ich dann schon immerhin bemerkenswert, erstmals überhaupt gesetzlich geregelt wurde diese Kontrolle erst 1978, also gut 20 Jahre später. Vorher gab es keinerlei Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes der Bundesrepublik. Da stand eben, die müssen Berichte abgeben, die müssen informieren darüber, was sie tun. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, die gibt es relativ regelmäßig. Und der letzte, der vom Kontrollgremium veröffentlicht wurde, ist der Bericht über den Zeitraum September 2009, Oktober 2011. Der ist übersichtlich. Der ist relativ kurz und da gibt es einen Absatz, der beschäftigt sich mit dem politischen Extremismus in Deutschland. Damit ist Rechts-, Links- und Ausländerextremismus gemeint. Die Vokabel jetzt nicht von mir, die habe ich übernommen. Und alles, was zum politischen Extremismus in Deutschland da steht, was es Berichtenswertes gibt über die Aktivitäten der Geheimdienste, sehen wir hier. Im Berichtszeitraum ließ sich das Gremium auch wieder über Entwicklungen im Bereich des Rechts- und Linksextremismus und über die Aktivitäten einzelner Organisationen und Gruppierungen unterrichten. Gegenstände waren neue Entwicklungen in der NPD und DVU sowie der Neonazi-Szene bis Oktober 2011. Der Bericht des Ausländerextremismus war, wie in der Vergangenheit, ebenfalls Gegenstand der Beratung. So gefährden extremistische und terroristische Ausländergruppierungen, teilweise mit radikal-islamistischem Hintergrund, die innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Soweit also der Bericht des Kontrollgremiums über die Aktivitäten der Geheimdienste. Das, finde ich, sagt dann schon so ein bisschen was darüber aus, wie diese Kontrolle faktisch aussieht, wie weit das überhaupt nachvollziehbar ist, was die Geheimdienste eigentlich machen. Kurz dazu, wer dieses Kontrollgremium ist. Da sind Mitglieder aller Parteien drin, die sind hier kurz aufgeführt. Die könnte man also theoretisch auch dazu fragen. Das Problem ist, dass die über das, was sie da tun, nicht reden dürfen, mit niemandem, auch mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Fraktionen nicht. Das ist vollständig geheim, was da passiert. Die können sich da untereinander unterhalten, was die Geheimdienste machen, aber sie dürfen mit niemandem darüber sprechen. Und dann gibt es dazu die G10-Kommission. Die G10-Kommission, wie gesagt, die ist zusätzlich zur allgemeinen Kontrolle der Geheimdienste speziell für die Überwachungsmaßnahmen zuständig. Die Mitglieder der G10-Kommission müssen keine Bundestagsabgeordneten sein, sind im Moment auch nur zwei. Der Rest sind andere bestellte Mitglieder. Der Vorsitzende davon muss die Befähigung zum Richteramt haben. Ich bin gar keine Juristin und vermute aber, dass das damit zu tun hat, dass das sozusagen juristisch irgendwie abgesichert sein soll, dass das halbwegs korrekt abläuft, der Form halber. Auch die G10-Kommission muss unterrichten darüber, was sie tut. Und im Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums über die G10-Maßnahmen, das ist ein Extrabericht, die kann man sich auf der Webseite des Bundestages auch runterladen und angucken und mal durchlesen, fand sich dann im Jahr 2010 folgender kleiner Absatz, der kaum von jemandem bemerkt worden war, dass im ersten Halbjahr 944 und im zweiten Halbjahr 1808 Suchbegriffe bei der Durchforstung des Internets angeordnet worden waren. Und anhand dieser Suchbegriffe qualifizierten sich 10 Millionen Telekommunikationsverkehre und 10 Millionen weitere aus dem Bereich der E-Mail-Erfassung. Oh, das war vorher niemandem weiter aufgefallen, weil bisher gab es ja diese Berichte, die sagten, da passiert eigentlich nichts Wesentliches und wir tun auch gar nichts Böses. Und dann gab es halt diesen kleinen Vorfall, der, wie gesagt, fast unbemerkt geblieben wäre, bis dann bei Golem im Februar diesen Jahres, da erinnern sich vielleicht noch einige, dieser Bericht erschien, wo drin stand, dass hier 37 Millionen elektronische Nachrichten überwacht worden sind. Das hat dann schon einige so ein bisschen erschreckt. Es gab einen kleinen Wirbel, weil das gar nicht dazu passte, dass die ja eigentlich gar nichts Böses tun und wirklich nur richtig gefährliche Extremisten überwachen, weil wenn 37 Millionen E-Mails, das müssen ja mehr sein als die paar gefährlichen Terroristen. Aber glücklicherweise hat sich dann kurz darauf herausgestellt, war das alles gar nicht wild. Es hat nur in 213 Fällen tatsächlich verwertbare Hinweise für die Geheimdienste gegeben. Der Rest war nicht weiter relevant. Und das bisschen Überwachung, das muss halt sein. Glücklicherweise müssen wir uns aber keine Sorgen machen.
Der Verfassungsschutz wird streng kontrolliert, sagt der Verfassungsschutz selber auf der Webseite, die man da unten sehen kann. Wie kaum eine andere Behörde ist der Verfassungsschutz verschiedensten Kontrollen unterworfen. Alles in allem kann man sagen, dass der Verfassungsschutz eine der bestkontrolliertesten Institutionen unseres Staates ist. Er tut nicht, was er will, sondern nur, was er in unser aller Interesse muss und darf. Der Verfassungsschutz beschränkt nicht die Freiheit der Bürger, er schützt sie. Das, wie gesagt, so beschreibt der Verfassungsschutz das selber auf einer Webseite, die den schönen Namen Keine Sorge HTML trägt. Das fand ich schon irgendwie ganz niedlich. Verfassungsschutz.de ist die Webseite des Verfassungsschutzes. Keine Satire, das ist sozusagen echt wahr. Habe ich da vor einigen Tagen so gefunden. Kurz zur Geschichte, was ist eigentlich passiert im Laufe der Zeit, wie kam es dazu, wie kam der Verfassungsschutz zustande? Bevor der offiziell gegründet wurde, gab es schon ein sogenanntes Amt für Verfassungsschutz, das die US Army kurz nach dem Krieg eingesetzt hat. Und obwohl das ja im Grunde klar ist, noch mal kurz zur Erinnerung, wir befinden uns in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende des deutschen Faschismus, und es liefen auf dem Gebiet der Alliierten, ehemals Deutschland, dann wieder schon auch noch ein paar Nazis herum. Die waren aber nicht das Problem, um das es ging, sondern was hier überwacht werden sollte im Wesentlichen. Der beginnende Kalte Krieg war deutlich spürbar, war die KPD, die auch in Westdeutschland sich wieder neu gegründet hatte. Angst hatte man also vor allen Dingen vor den Kommunisten, was jetzt auch nicht wirklich überraschend ist, aber ich finde es durchaus bemerkenswert, wenn man sich anguckt, mit welchem Fokus ist der Verfassungsschutz eigentlich gegründet worden, womit hat er sich beschäftigt und womit auch nicht. Im September 1950, wie gesagt, gab es dann das Bundesverfassungsschutzgesetz und im November desselben Jahres wurde das Bundesamt für Verfassungsschutz gegründet. Es gibt diesen hübschen kleinen Ausschnitt, der dokumentiert, was die US Army von ihrem selbst gegründeten eigenartigen Amt für Verfassungsschutz hielt. Wird hier beschrieben in einem ehemals intern, später veröffentlichten Bericht, The Phony Amt für Verfassungsschutz. Die waren sich also offensichtlich selber alle nicht ganz grün damit und die Aufgabe nochmal deutlich beschrieben, to obtain information on the KPD. Es ging darum, die Kommunisten im Auge zu behalten. Deswegen auch hatte ich am Eingangsstatement den Artikel 15 nochmal erwähnt, denn der gewissermaßen könnte ja schon fast als, oder würde heute wahrscheinlich, wenn er in irgendeinem Text auftauchte, als quasi kommunistische Aktivität schon beschrieben werden. Es geht um Vergesellschaftung von Eigentum und wer das heutzutage politisch irgendwie in die Forderungen mit aufnimmt, ist damit eigentlich schon fast ein bisschen suspekt, ist aber weiterhin Bestandteil unserer Verfassung, die der Verfassungsschutz theoretisch zu schützen hat. Ich habe mir dann mal angeguckt, wer da eigentlich im Verfassungsschutz aktiv war. Da gibt es einen ganz schönen Artikel in der FAZ, der ist auch noch nicht so alt. Der hat schön aufgeführt, dass eine Reihe von Präsidenten und Vizepräsidenten des Amtes NS-Bezüge aufwiesen. Nicht wirklich überraschend, das hat es in vielen Bereichen auch Institutionen der jungen Bundesrepublik und durchaus auch schon älteren Bundesrepublik gegeben. Der Verfassungsschutzpräsident Schrübers, der Präsident von immerhin 55 bis 72 war, auf den komme ich nochmal, der Vizepräsident bis 1970, Brückner Vizepräsident bis 67 und möglicherweise auch Radke, das ist nicht ganz klar, ebenfalls Vizepräsident, wie gesagt, sind mit dem Nationalsozialismus verstrickt gewesen auf die eine oder andere Weise. Der erste Präsident von 1950 bis 54, Otto John, verschwand nach 4 Jahren in der DDR. Da ist nicht ganz klar, er selber sagt, er wäre entführt worden, ist dann wiedergekommen, das ist ihm nie so richtig abgenommen worden, der ist dann für 4 Jahre im Knast gelandet. Deswegen, ich sage das deswegen, weil ich mir auch aus anderen Gründen angeguckt habe, wer eigentlich die Leiter dieser Behörde gewesen sind und mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Und da sind mir eine ganze Reihe von Merkwürdigkeiten neben den NS-Bezügen, die ich ja eben schon genannt habe, aufgefallen. Also wie gesagt, der erste, da war nicht ganz klar, für welche Seite der jetzt eigentlich gearbeitet hat. Hubert Schrübers, den habe ich eben schon genannt, der ist tatsächlich interessant. Der war von 38 bis 41 Staatsanwalt, hat Kommunisten und Juden verfolgt und auch in den Knast gebracht und in einem Spiegelinterview 72 wörtlich gesagt, ich kann nichts Unsittliches an diesem Tatbestand als solchem finden. 72, Präsident des Deutschen Verfassungsschutzes. Er war Mitglied des SA-Sturms Münster, ist dann später Bundesanwalt am BGH geworden, Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht Düsseldorf und
1955 dann Präsident des Verfassungsschutzes, und als das dann mit seiner Nazi-Vergangenheit ausgegraben wurde, 1972 war er eh alt genug, sodass er in den regulären Ruhestand versetzt wurde. Das gab so ein bisschen Aufregung, aber ja Gott, das hat vorher niemanden groß gestört. 1972 bis 1975 gab es den Präsidenten Nollau dann, der kam danach, der war auch mal in der NSDAP gewesen, aber danach in die CDU eingetreten. Der, wie sich später herausstellte, war wegen eines ungeklärten Mordes 1950 aus der DDR geflüchtet. Was der da vorher gemacht hat und was das mit dem Mord war, das ist nie so richtig aufgeklärt worden. Er selber sagt, das sei ihm angehängt worden, das ist natürlich im Nachhinein auch schwer zu beantworten, aber ich fand das auf jeden Fall interessant, was da so an, sagen wir mal, kriminellen Beiklängen bei diesen verschiedenen Verfassungsschutzpräsidenten, die ja eigentlich wahrscheinlich relativ untadelig sein sollten, in dieser Situation so zutage kam. Der ist dann später in die Guillaume-Affäre, also die Beobachtung durch die DDR des damaligen Kanzlers Brandt, verwickelt gewesen irgendwie, auch alles nicht so richtig klar, und auch in den Ruhestand versetzt worden. Weiterer Präsident, der hatte jetzt nichts mit Nazis zu tun, aber der hat dann eben fahrlässig mal einen Autounfall verursacht und musste dann auch in den Ruhestand gehen, das kommt vor. Heribert Hellenbroich, 83 bis 85, ebenfalls mit wegen einer Affäre in den Ruhestand, da hat er jetzt selber nicht so richtig viel für gekonnt. Tiedtke war der Leiter der DDR-Spionage und hatte, so wird beschrieben, ein heftiges Alkoholproblem und wusste dann auch nicht mehr so richtig, für wen er arbeitet, und hat sich in den Osten abgesetzt, und an dieser Angelegenheit ist dann auch Hellenbroich gescheitert. Ein Name, der vielleicht einigen noch bekannt ist, wir kommen jetzt in die jüngere Vergangenheit, Ludwig Holger Pfahls, auch ein sehr schönes Beispiel. Der war Präsident des Deutschen Verfassungsschutzes von 85 bis 87. Und soweit alles in Ordnung, jedenfalls ist ihm da nichts nachzuweisen. Danach aber hat sich seine Geschichte echt interessant weiterentwickelt. Er ist dann Staatssekretär im Verteidigungsministerium geworden. Ich weiß nicht, wer sich an den Namen Schreiber noch erinnert, da hat das so ein bisschen Waffenhandel, Lobbyismus, Korruption, einige Vorfälle gegeben, und da war dann auch der Staatssekretär verwickelt, der ehemalige VS-Präsident, es hat einen Haftbefehl gegeben, er ist geflohen, er hat lange im Ausland gelebt, ist dann erwischt worden und gleich zweimal verurteilt worden zu mehreren Jahren Knast wegen Vorteilsannahme und Steuerhinterziehung, also eben Korruption, und später dann nochmal wegen betrügerischen Bankrotts und Betrugs. Das spricht doch dafür, dass wir hier ein wirklich sauberes Mitglied und staatstreuen Bürger als Präsidenten der Verfassungsschutzbehörde gehabt haben. Und schließlich, auch noch erwähnenswert, ich wohne in Berlin, da mögen wir solche Sachen besonders, Eckhard Wertebach, 91 bis 95 Präsident des Verfassungsschutzes gewesen, der hat das nicht so ganz genau genommen damit, was alles geheim bleiben sollte, und hat dann vertrauliche Unterlagen über den sicher einigen bekannten Thilo Weichert an eine brandenburgische FDP-Landtagsabgeordnete weitergegeben, die gerne Herrn Weichert nicht als Datenschützer im Land Brandenburg haben wollte. Und darüber ist er dann gestolpert und hat sein Amt als Verfassungsschutzpräsident verloren. Das hat ihm aber nicht groß geschadet. Direkt im Anschluss ist er dann eben Innenstaatssekretär der Bundesrepublik geworden. Das ist offensichtlich inhaltlich kein Widerspruch. Ich fand das erstaunlich. Und danach ist er dann Berliner Innensenator gewesen. Soweit also erstmal die Präsidenten des Verfassungsschutzes. Damit komme ich zu den Beispielen, was es alles so an Skandalen jenseits des NSU zum Verfassungsschutz noch gibt. Wobei einige ja sagen, das ist vielleicht nicht Bug, sondern Feature, aber dazu kommen wir dann vielleicht im Anschluss noch, wie das zu bewerten ist. Ich habe mir einfach mal ein paar Beispiele rausgesucht, die ich wirklich erstaunlich finde und die zum Teil vielleicht etwas bekannt sind, aber auch nicht so im Detail. Relativ erstaunlich, muss ich sagen, finde ich, dass der Verfassungsschutz, oder ja, eben nicht erstaunlich, aber auf jeden Fall wichtige Geschichte gewesen, dass der Verfassungsschutz verwickelt war in einen Bombenattentat auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin 1969. 1969 war die Berliner und auch sonstige Studentenbewegung in Westdeutschland heftig aktiv. Es gab viele Proteste mit verschiedensten Themen. Zionismus und Israel spielte da durchaus auch eine Rolle, und darin gab es dann auch viele V-Männer, unter anderem den sogenannten S-Bahn-Peter.
Peter Urbach, der als V-Mann und Agent Provocateur des Berliner Verfassungsschutzes in der linken Szene unterwegs war und da mit der RAF zu tun hatte, mit der Kommune 1 und zum Beispiel bei den bekannten und sicherlich einigen schon mal begegneten Demonstrationen gegen Springer auch die Demonstranten mit Molotow-Cocktails versorgt hat zum Beispiel, aber auch Waffen geliefert hat, Spreng- und Brandbomben und damit in der Szene relativ, ja, ich weiß gar nicht, ob beliebt war, aber zumindest auffällig, weil er eben diese Sachen zur Verfügung gestellt hat und die hatte er nicht irgendwie, sondern es war ein V-Mann des Verfassungsschutzes, dessen Aufgabe eigentlich war, diese Bewegungen zu beobachten. Er hat auch die Bombe eben für diesen Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus geliefert, die ist nicht explodiert, wäre sie allerdings, und das Brisante dabei, muss ich sagen, ist, dass diese Bombe hätte explodieren sollen am 9. November 69, also dem Gedenktag an die Pogrome, die es in Deutschland gegeben hat. Und es gab 250 Gäste im jüdischen Gemeindehaus. Wenn diese Bombe explodiert wäre, dann wären sicherlich viele von denen auch gestorben, unter anderem der damalige Präsident Heinz Galinski. Willi Winkler, Journalist der Süddeutschen Zeitung, hat das folgendermaßen beschrieben. Ich lese das mal kurz vor. Es gab diesen Agent-Provokateur Peter Urbach, der schon in der Kommune 1 wirkte. Die Polizeiführung, in Sonderheit der Berliner Innensenator Neubauer, hatte ein Interesse daran, objektive Beweise für die Gewalttätigkeit der Studenten zu finden, was lange nicht gelingen wollte. Die Studenten hatten keine Waffen. Sie waren pazifistisch, bis Urbach ihnen die Molotow-Cocktails in die Hand drückte. Urbach lieferte Mahler, der als Anwalt Horst Mahler, inzwischen Nazi, damals aber weit links, lieferte Mahler, der als Anwalt vergeblich einen Waffenschein beantragt hatte, auch eine Knarre. So kriminalisiert man seinen Gegner, so baut man ihn auf. In der Berliner Polizei befanden sich, wiederum Forschungsergebnis von Fichter, das kommt in dem Interview weiter vorne vor, reichlich Wehrmachtsangehörige, die an der Ostfront in der Partisanenbekämpfung eingesetzt waren. Die gingen nun auf die Studenten los. Ich bin sicher, dass es Leute gibt, die das nicht so teilen, dass die Studenten alle völlig friedlich gewesen sind und nie eine Waffe oder irgendeinen Molotow-Cocktail in die Hand genommen hätten, aber dass der Verfassungsschutz sie aktiv beliefert hat, um das anzufeuern, das finde ich, ist ein wichtiger Teil der Geschichte. In der Konsequenz der Studentenbewegung, Gründung der RAF, wie gesagt, des linken Terrorismus, der sicherlich jetzt auch nicht ausschließlich auf den Verfassungsschutz zurückzuführen ist, gab es den radikalen Erlass. Und die Berufsverbote, die uns dann lange begleitet haben. Der Grundsatz oder der eigentliche radikalen Erlass, der in Westdeutschland dann 72 unter Willy Brandt eingeführt wurde, hieß Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst, Beschluss der Innenministerkonferenz von 72. Und was das zur Folge hatte, war die Überprüfung der Verfassungstreue der Einstellung im öffentlichen Dienst. Das heißt, alle Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollten oder sogar Beamte werden wollten, und das reichte vom Lokomotivführer über die Briefträgerin bis hin zu Lehrern, war eben eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz, ob die denn verfassungstreu sind und fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stünden. In der Folge sind 1,4 Millionen Personen kontrolliert und überprüft worden. Von denen wurden über 1.000 entweder gar nicht eingestellt oder entlassen. Es sind 11.000 Verfahren eingeleitet worden gegen Bewerber oder Angestellte im öffentlichen Dienst oder eben Beamte. Alleine bei den Lehrerinnen hat es über 2.000 Verfahren gegeben und 136 Entlassungen. Das klingt so trocken nach viel und sagt noch gar nicht viel, aber ich finde wichtig, sich vor Augen zu führen oder vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, was das für eine Bedrohung für die Leute gewesen ist, die in irgendeiner Form im öffentlichen Dienst gearbeitet haben und wussten, dass sie jetzt überwacht werden, und zwar alle, dass sie kontrolliert werden, dass ihre eventuelle Nähe zu irgendwelchen linken Bewegungen oder Parteien, und von denen gab es in der Zeit der Studentenbewegung viele, ihnen eventuell zum Verhängnis werden können und ihnen ihren Job kosten kann. Erst 1991 ist das endgültig beendet worden. Es hat diese radikalen Erlasse in den Bundesländern einzeln gegeben. Die sind teilweise in den Ländern auch vorher schon wieder zurückgenommen worden. Es hat viele Proteste dagegen gegeben, auch gegen eben die in der Folge dann durchgeführten Berufsverbote. Das Wort Berufsverbot als solches zum Beispiel ist in die französische Sprache eingegangen, weil das so eine spezifisch deutsche Angelegenheit ist, dass die als Wort auch in anderen Sprachen inzwischen benutzt wird.
Es hat natürlich auch viele Klagen gegeben gegen solche Verfahren. 1995 hat dann der Europäische Menschenrechtsgerichtshof für eine Lehrerin, die davon betroffen war, festgestellt hat, dass das völlig rechtswidrig als solches gewesen ist und gegen das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit verstößt. Wie gesagt, es ging jetzt nicht darum, dass diese Leute Straftaten begangen haben, sondern alleine, ob ihre Gesinnung genehm war. Die Vokabel Gesinnung ist in den Protesten und Auseinandersetzungen rund um die Berufsverbote natürlich auch immer wieder gefallen. Da unten, das kann man leider nur sehr schlecht lesen, das habe ich anders nicht gefunden, aber das ist ein Ausschnitt aus einem Einstellungsbrief für einen Lehrer, der dem auch Nähe zu Kommunisten vorgeworfen wurde und der mühsam dann endlich sich so weit geklagt hat, dass er eingestellt wurde. Und dem wird aber eben anlässlich ihrer Ernennung zum Studienrat und der Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit weist also hier der einstellende, ich weiß nicht mehr, was ist, Ministerjahrrat oder was auch immer, weist sie das Oberschulamt Karlsruhe darauf hin, dass sie auch als Beamter auf Lebenszeit aus dem Dienst entfernt werden können, falls sie für eine verfassungsfeindliche Partei kandidieren oder einer solchen Partei oder Ämter einer solchen Partei übernehmen oder in ihrer Schule ihrer politischen Zurückhaltungs- und Mäßigungspflicht nicht nachkommen sollten. Das bedeutet, dass alle Lehrer in der Schule permanent sich selber kontrollieren mussten und darauf achten mussten, was sie eigentlich sagen. Insbesondere natürlich, wenn man jetzt nicht vielleicht gerade Mathelehrer ist, war das, glaube ich, ein unglaublicher Druck für die Betroffenen. Und das waren ja nicht wenige. Es dauert jetzt einen kleinen Moment, bis das lädt. Das ist ein relativ, kommt gleich ein Film. Auch der Minister, aktuelle Ministerpräsident Kretschmann. Unter Beobachtung des Verfassungsschutzes und bekam dann auch erstmal Berufsverbot. Wie war das für Sie als junger Familienvater? Es war natürlich schwierig, ja. Allerdings muss man sehen, ich war ja aus dieser linksradikalen Gruppe schon draußen. Ich hatte dann Anhörungen, in denen ich meine Verfassungstreue nachweisen musste. Ich bin sozusagen jetzt ein staatlich anerkannter Verfassungsfreund. Jetzt gibt es aber diesen radikalen Erlass ja, wenn auch etwas abgewandelt, heute auch noch. Wie stehen Sie denn heute dazu als Ministerpräsident? Gut, sagen wir, die Form dieses Erlasses, dass da ein bisschen so eine Atmosphäre der Gesinnungsschnüffelei sich breit gemacht hat. Ich meine, sowas würden wir heute natürlich nicht mehr machen. Aber dass wir jetzt nicht Kommunisten in den Staatsdienst lassen, daran hat sich sicher nichts geändert. Ja? Also das muss schon aktiv für die Demokratie eintreten, wenn man Lehrer werden will. Soweit also der Gesinnungswandel, der manchmal eintritt, auch wenn man selber schon mal davon betroffen gewesen ist. Das ist heute alles was ganz anderes, das ist überhaupt nicht mehr wie früher. Heute ist das alles rechtsstaatlich und korrekt und das mit den Kommunisten, das geht einfach nicht. Ich bin keine Kommunistin, nur mal dazu, aber ja, fand ich ein schönes Beispiel. Ulrich Schmücker ist als Name vielleicht einigen auch schon mal über den Weg gelaufen. Ulrich Schmücker ist als Student Anfang der 70er nach Berlin gekommen, hat sich da relativ schnell radikalisiert. Im Laufe eines Jahres ist er Mitglied der Bewegung 2. Juni geworden, ist dann 72 mehr oder weniger zufällig, ja, vielleicht auch nicht ganz so zufällig, mit Sprengstoff im Auto festgenommen worden und zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Ist aber nach 9 Monaten wieder freigekommen unter dem Versprechen und Angebot, dass er dann V-Mann wird in der linken Szene. Das hat sich aber irgendwie rumgesprochen. Gesprächsprotokolle von seiner Anwerbung sind flottiert. Wie das zustande kam, ist, glaube ich, auch noch nicht aufgeklärt. Aber das hat natürlich nicht nur Begeisterung in der linken Szene ausgelöst. Und er ist dann bedroht worden von links auch als V-Mann des Verfassungsschutzes. Und hat das natürlich auch an seine V-Mann-Führer zurückgemeldet und sich als gefährdet dort hat um Hilfe gesucht. Nichtsdestotrotz hat der Verfassungsschutz aber die konkrete Observation seiner Person, im Grunde die ja auch einen Schutz dargestellt hätte, abgebrochen. Und im Juni 1974 wurde Ulrich Schmücker dann im Grunewald an der Krummen Lanke, ein See in Berlin, erschossen. Wer ihn erschossen hat und wie das alles zustande kam, ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Tatwaffe, die dafür benutzt wurde, die ist noch während er im Sterben lag, an einem dunklen Ort von einem V-Mann des Verfassungsschutzes an einen anderen V-Mann des Verfassungsschutzes übergeben worden. In der Öffentlichkeit galt die aber als verschwunden.
Es hat 4 verschiedene Prozesse gegeben, bei denen versucht wurde herauszukriegen, wer eigentlich Ulrich Schmücker erschossen hat im Grunewald. Das ist nicht geklärt worden. Dass der Verfassungsschutz damit zu tun hatte, war relativ früh deutlich. Weil der sich aber dazu nicht äußerte, ist das nicht aufklärbar gewesen. Und 1991 dann, viele, viele Jahre später, ist die verschwundene Tatwaffe in einem Tresor des Verfassungsschutzes in der Kläranlage in West-Berlin gefunden worden, was so, glaube ich, nicht eingeplant war. Und schließlich ist darüber dann das letzte Verfahren auch eingestellt worden mit der Begründung, dass ein faires Verfahren hier nicht möglich ist, weil der, Zitat, dass jetzt Verfassungsschutz das Verfahren vielfach manipuliert und die Aufklärung behindert hat, hat das Gericht zum Schluss festgestellt. Wer tatsächlich auf Ulrich Schmücker geschossen hat, ist bis heute unklar, ob der Verfassungsschutz das selber gewesen ist oder ob das Linke waren. Ist bis heute nicht geklärt worden. Dass aber der Verfassungsschutz damit irgendwas zu tun hat, und zwar nicht wenig, ist deutlich. 1975/76 hat es auch eine sehr schöne Affäre gegeben, die sogenannte Traube-Affäre. Klaus Traube, selber Verfolgter des Naziregimes, ist bis Anfang der 70er Manager der Atomindustrie gewesen, in verschiedenen Firmen und Positionen, und hatte aber auch Bekannte in der KPD, was dann zu seiner Überwachung zunächst durch den Bundesnachrichtendienst geführt hat. Nebenbei ist er in die SPD eingetreten, was hier keine Rolle spielt, aber zumindest vielleicht dafür spricht, dass er kein überzeugter Kommunist gewesen ist, würde ich denken. Klaus Traube war dann 75/76 eben als Atommanager, als Gefahr betrachtet, einem Lauschangriff des Verfassungsschutzes, also Wanzen in seiner Wohnung ausgesetzt, wegen der angeblichen Nähe zur RAF, die er gehabt haben soll. Das konnte ihm aber, der hat sich dagegen gewehrt, es ist auch geklagt worden, diese angebliche Nähe der RAF wurde dann gerichtlich festgestellt, hat natürlich überhaupt nicht ausgereicht als Legitimation für einen Lauschangriff in dieser Form. Darüber gestrauchelt ist dann einige Jahre später der Innenminister Mayhofer, der zurückgetreten ist, nicht nur wegen Klaus Traube, sondern weil es da auch noch jede Menge andere Abhöraffären von wichtigen oder weniger wichtigen Leuten gegeben hat, die so nach und nach von im Wesentlichen der Presse aufgeklärt wurden, die aber, um nochmal zurückzukommen darauf, wie der Verfassungsschutz kontrolliert wird und ob das kontrollierbar ist, was die machen, natürlich durch diese Gremien nicht bekannt gemacht worden sind. Wie auch, denn die dürfen ja nicht über das reden, was sie tun. Die müssen zwar jeder Überwachungsmaßnahme zustimmen, ob sie das im Einzelnen so tun, ist dann auch nochmal die Frage, weil das ja sehr viele sind. Aber darüber hinaus weiß einfach niemand, was da passiert. Klaus Traube selber hat sich dann später zum Atomkritiker entwickelt, hat für den BUND gearbeitet und hat für seine Arbeit gegen Atomenergie dann 2009 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ehrung eines tapferen Bundesgrenzschutzbeamten. ESG-9-Chef Wegner erhält im September 1977 das Bundesverdienstkreuz in Gold. Selbstlos und mutig hat er in Mogadischu die Geiseln aus der Lufthansa-Maschine Landshut befreit. Heute scheinen gewisse Zweifel berechtigt, ob diese Ordensverleihung allein der Befreiungsaktion galt oder vielleicht noch weitere heroische, aber geheim gebliebene Taten mit Einschluss. Auch nach Mogadischu blieben die GSG-9-Leute aktiv und übten sich in Antiterrorismusaktionen. Tatsächlich war man von nun an allerdings ein wenig verdeckter im Einsatz, beispielsweise im Juli 78. Verfassungsschützer und ein V-Mann sprengten unter Führung der GSG-9 eine Bresche in die landeseigene Schutzmauer der Justizvollzugsanstalt Celle. Mit solch delikater Tat im Tornister sollte ein begnadigter Krimineller als V-Mann im Untergrund politische Bekanntschaften machen. Eine Methode, die der damalige Innenminister sicher meinte, als er von der Wendigkeit seiner Behörden schwärmte. Und eine Polizei muss immer wieder neu den Kriminalitätsentwicklungen angepasst werden. Das bedeutet gerade bei der Herausforderung des modernen Terrorismus, dass wir alle Folgerungen auch aus den hier festzustellenden Entwicklungen ziehen müssen. Folgerungen hatte wohl vor allem der Spreche das hier ab. Das ist eine Dokumentation des Norddeutschen Rundfunks gewesen, die sich da kritisch mit dem Zeller Loch auseinandergesetzt hat. Für den Verfassungsschutz war das die Aktion Feuerzauber.
Wie gesagt, das kam ja eben vor, die GSG 9 sprengt ein 40 cm großes Loch in die Außenmauer des Knasts in Celle, wo zu dem Zeitpunkt verschiedene linke Terroristen einsitzen und täuscht diesen Anschlag also vor als Befreiungsaktion eines RAF-Gefangenen, um damit einen V-Mann in die linke Szene einzuschleusen. Über diese ganze Geschichte, das ist relativ kompliziert, gibt es viele Bücher, kann man sich lange mit beschäftigen, da will ich auch gar nicht so genau drauf eingehen, aber dass der Verfassungsschutz selber Löcher in Knäste sprengt, war zumindest damals und ist bis heute relativ einzigartig. Erst 86 ist das von Medien aufgedeckt worden, dass das stattgefunden hat, hat natürlich auch, Celle liegt in Niedersachsen, einen Untersuchungsausschuss dazu gegeben. Damaliger Ministerpräsident von Celle war der Vater der heutigen, uns allen bekannt und beliebten, inzwischen Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, Ernst Albrecht, der das soweit alles eigentlich völlig im Rahmen und nicht bemerkenswert fand, aber durchaus so ein bisschen in Schwierigkeiten schon auch kam. Jetzt mache ich einen Sprung. Es gibt unglaublich viele solche Geschichten. Ich hätte, glaube ich, eine ganze Vorlesungsreihe mit so Geschichten füllen können. Das hat auch viel Spaß gemacht, die zusammenzusuchen. Das könnte man vielleicht zu einer Serie irgendwann mal weiterentwickeln. Und habe jetzt mir nur so ein paar unterschiedliche, brisante Sachen rausgesucht. Was ich auch wirklich ein schönes Beispiel finde, ist der V-Mann 123. Der 1998 das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Und der ist exemplarisch für die Überwachung der linken Szene bis heute. Und links ist da relativ weit gefasst, würde ich sagen. Wolfgang Wetzel, der inzwischen auch bloggt über seine Erlebnisse, ist vom Verfassungsschutz überwacht worden und dann auch angeklagt worden, beschuldigt worden, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Und das wird beschrieben in der Frankfurter Rundschau später, dann, als das alles vorbei war. Um die Überwachung Wetzels zu rechtfertigen, stützen sich die Ermittler im Wesentlichen auf ein Gespräch, das er am 27. Februar 1998 mit dem V-Mann 123 geführt haben soll. Folgt man dem Verfassungsschutz, beichtete Wetzel darin nicht nur psychische und arbeitsrechtliche Probleme, verriet Anschlagspläne und Ziele, plauderte gar über mögliche Mitstreiter. Auch soll er angeblicher Mitgründer einer angeblich hochkonspirativen Bande dem nicht zur Gruppe gehörenden Mann anvertraut haben, sein Traumberuf sei Berufsrevolutionär. Titel des Artikels Traumberuf Terrorist. Nicht nur die Frankfurter Rundschau hat angezweifelt, ob das wohl wirklich so vorgekommen ist, dass jemand, der also so verstrickt in terroristische Aktivitäten ist, irgendeinem Fremden all diese Details verrät. Wolfgang Wetzel selber hat im Dezember 2006 über eine Mitteilung über Überwachung von Post- und Telefonanschluss im Jahr 1998 erfahren. Theoretisch gibt es ja diese Mitteilungspflicht, wenn man von Überwachungsmaßnahmen betroffen ist. Wenn die dann vorbei sind, eine bestimmte Frist vorbei ist, muss das einem mitgeteilt werden. Das findet in den allermeisten Fällen nicht statt, in einigen aber doch. Und Wolf Wetzel ist das eben passiert. Darüber hat er dann auch erfahren, dass er beschuldigt war, Mitglied der terroristischen Vereinigung zu sein und eben von sogenannten G10-Maßnahmen, also Überwachung, betroffen war. Es ist aber so, dass diese G10-Maßnahmen, wenn sie von der G10-Kommission genehmigt werden, nicht einfach bloß aufgrund eines allgemeinen Verdachts stattfinden würden, sondern es muss einen tatsächlichen Anhaltspunkt geben. Und diesen tatsächlichen Anhaltspunkt gab es bei Wolf Wetzel, aber nicht, soweit die Akten das hergeben und auch seiner eigenen Beschreibung nach. Und deswegen gab es dann eben dieses Gespräch im Februar 98 mit V-Mann 123, der heißt auch in den Akten V-Mann 123, wo Wetzel seinen Traumberuf zum Besten gibt. Und Wolfgang Wetzel stellte sich dann so an, der hat Widerspruch eingelegt und gegen die Überwachung im Nachhinein geklagt und stand vor dem Problem, dass er jetzt beweisen musste, dass ein Gespräch nicht stattgefunden hat. Was ja nicht so einfach ist. Es ist ihm aber letzten Endes gelungen, weil, obwohl ein Großteil der Akten geschwärzt war, die ihm dann zur Verfügung gestellt wurden, einiges vergessen worden war zu schwärzen, sodass für ihn rekonstruierbar war, was da als dieses Gespräch behauptet worden war. Und er konnte dann wohl überzeugend darlegen, dass das nicht so stattgefunden haben konnte, sodass diese gesamte Überwachung später vom Verwaltungsgericht Berlin eben erst im Jahr 2009 allerdings für rechtswidrig erklärt wurde. Und ich würde sagen, das war für Wolf Wetzel anstrengend und stressig, aber er hat immerhin Glück gehabt, denn er hat überhaupt erfahren, dass das stattgefunden hat und hatte eine Möglichkeit und hatte genug Energie und wahrscheinlich auch Unterstützung, um sich dagegen zu wehren. Und das geht den meisten Leuten ja nicht so. Auch ein bekanntes Beispiel, die Überwachung von Rolf Gössner. Rolf Gössner ist von 1970 bis 2008, also 38 Jahre, vom Verfassungsschutz überwacht worden. Ursprünglicher Grund war seine Kandidatur auf der Liste des Sozialistischen Hochschulbundes, des sogenannten SHB, der in der Studentenbewegung aktiv war, auch links war, aber
auch noch keine Kommunisten waren, muss man auch dazu sagen. Ja, 2 Monate später ist er da wieder ausgestiegen. Das hat aber ausgereicht, um ihm diese Überwachung zu bescheren. Und erst 1996 hat er selbst ein Auskunftsersuchen gestellt. Man kann also auch nachfragen, ob man überwacht wird. Und gelegentlich gibt es dazu dann auch Antworten, nicht immer. 1996 hat er dann also erfahren, dass er überwacht wurde. Und als Grund wurde dabei permanent immer wieder angeführt, dass er eben Kontakte in die linksextremistische bzw. linksextremistisch beeinflusste in solche Organisationen und Medien hat. Dabei wurde ihm auch vorgeworfen, dass er Artikel schreibt, die zum Beispiel in DKP-nahen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Ich finde Rolf Gössner deswegen bedrückend, weil das im Grunde deutlich macht, und das kann man im Detail in vielen Artikeln von ihm selber auch und über ihn nachlesen, dass alleine die kritische Auseinandersetzung mit dem Verfassungsschutz ausreicht, um sich selber zur Kandidatin für Überwachung zu machen. Für die sicherlich anwesenden Beamten im Raum möchte ich sagen, dass ich persönlich von der Verfassung viel halte. Und mir wünschen würde, dass sie geschützt würde und tatsächlich auch ich mir vorher dreimal überlegt habe, ob ich mit so einem Thema überhaupt öffentlich rede, weil ich weiß, wenn ich das tue, dann habe ich diese Überwachung im Grunde garantiert. Und das sagt viel darüber aus, warum diese Praktiken des Verfassungsschutzes ein Problem sind und wie das mit der Meinungsfreiheit hierzulande eigentlich bestellt ist. Die Überwachung von Rolf Gössner ist dann im Februar 2011 für rechtswidrig erklärt worden. Das Gericht dazu, auch dass Gössner einmal ausgeführt habe, die DDR-Bevölkerung habe im Zuge der Wiedervereinigung mehrheitlich Kohl und Bananen gewählt, bemerkten die Richter erkennbar pikiert, könne nicht ernsthaft als Geringschätzung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewertet werden. Das zeigt sozusagen, was dann ausreicht, um als ausreichend verfassungsgegnerisch bewertet zu werden und sich so eine Überwachung zuzuziehen. Weiteres Beispiel, das Berliner Sozialforum 2003. Das Berliner Sozialforum war im Grunde ein Bündnis verschiedener politischer Gruppen, die sich 2003 zunächst mal mit Hartz IV beschäftigt haben und Kritik und Demonstrationen gegen Hartz IV. Und damit sozusagen erstmal nicht weiter auffällig gewesen sind und leider auch nicht besonders erfolgreich. Und 2006 ist dann das erste Mal in der Presse über die Verfassungsschutzüberwachung des Sozialforums berichtet worden, was nicht nur das Sozialforum überrascht hat. Und dabei wurde deutlich, dass diese Gruppe, die jetzt nicht 500 Leute umfasste, alleine 5 V-Leute da drin sitzen hatte. Betroffen unter anderem der Berliner Professor Peter Grotjan, das DGB-Vorstandsmitglied Annelie Bundenbach, der GEW-Chef Ulrich Töne und viele, viele weniger prominente Leute, die Mitglieder des Berliner Sozialforums und damit Objekt der Überwachung des Verfassungsschutzes gewesen sind, weil sie sich gegen Hartz IV engagiert haben. Vorwand war, dass da ja auch extreme Gruppen mit im Bündnis sitzen und dass die natürlich überwacht werden müssen. Peter Grotjan hat dann hat dagegen geklagt, hat Akteneinsicht beantragt, hat nach dieser Klage, und er ist ein relativ bekannter und prominenter Professor in Berlin und nicht irgendjemand, sind ihm dann 80 Seiten zur Verfügung gestellt worden. Die Mitglieder des Senatsausschusses für Verfassungsschutz, die sozusagen den Berliner Verfassungsschutz kontrollieren sollen, haben zum selben Verfahren 5 Ordner mit Material zur Verfügung gestellt bekommen. Das, was Peter Grotjan dann bekommen hat, war, wie das immer der Fall ist, zum Teil geschwärzt, also für ihn nicht weiter erkennbar. Und darin waren dann auch ein paar Details erkennbar, aber dass alleine 5 V-Leute auf so ein Gremium angesetzt werden, das ist ja am Donnerstag auch schon mal gesagt worden, wie das in Thüringen mit dem NSU und den V-Leuten gewesen ist. Also die Anzahl von V-Leuten in überwachten Strukturen, die ist wirklich beachtlich hoch. Ganz hübsch, jetzt weg von den Beispielen, das war das letzte von diesen, die ich genannt habe, fand ich, was ich auch gefunden habe, eine Studie der Universität Freiburg, die sich mit den Verfassungsschutzberichten beschäftigt hat, die im Dezember 2009 veröffentlicht wurde. Die ist zu dem Schluss gekommen, dass alle in den letzten 4 Jahren publizierten Verfassungsschutzberichte von Bund und Ländern verfassungswidrig sind. Das betrifft
alle, außer Berlin und Brandenburg. Und das hat damit zu tun, dass, so steht in der Studie, wenn eine Organisation, über die berichtet werden soll, nicht nachweislich verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt, sondern nur ein Verdacht vorliegt, dann darf über diese Organisation nur berichtet werden, wenn der Verfassungsschutzbericht unmissverständlich deutlich macht, dass hier nur ein Verdachtsfall vorliegt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so einen Verfassungsschutzbericht angeguckt habt. Die kann man beim Verfassungsschutz runterladen oder sicherlich auch anderswo, wenn man das nicht da machen möchte. Das kann man sich alles gut und ausführlich durchlesen, wen die da alles beobachtenswert finden und warum auch. Also das sind auch interessante Informationsquellen, wenn man sich über bestimmte Szenen informieren möchte. Und das Problem hier also beschrieben ist, dass nicht unterscheidbar ist in diesen Berichten, gegen wen nur der Verdacht vorliegt, verfassungsfeindlich zu sein und wer vom Verfassungsschutz tatsächlich als verfassungsfeindlich eingeschätzt wird. Jetzt könnte man sagen, Pipifax egal, überwacht werden die sowieso alle, was faktisch natürlich wahrscheinlich so ist, aber es ist trotzdem ja interessant, dass genau die Behörde, die die Verfassung schützen soll und dafür zuständig ist, dass alles korrekt abläuft, selber nicht in der Lage ist, verfassungskonforme Berichte auch nur zu schreiben. Es haben sich natürlich nicht erst jetzt Leute kritisch mit dem Verfassungsschutz auseinandergesetzt, die Forderung Verfassungsschutz auflösen, die jetzt nach dem NSU-Skandal laut geworden ist, die hat es immer wieder gegeben, die hat es anlässlich der Berufsverbote in den 70ern natürlich viel gegeben und interessant fand ich diesen offenen Brief von Bürgerrechtsorganisationen beider deutscher Staaten an die Fraktionen des Deutschen Bundestages vom Mai 1990, also noch vor der Wiedervereinigung der DDR und der Bundesrepublik. Nach den Plänen der Regierungsfraktionen des Deutschen Bundestages soll am Donnerstag dieser Woche in zweiter und dritter Lesung eine Novelle zum Bundesverfassungsschutzgesetz verabschiedet werden. Wir, bürgerrechtlich aktive Organisationen aus beiden Teilen Deutschlands, halten es für unerträglich, dass im Windschatten des Vereinigungsprozesses einer Behörde neue Befugnisse und Legitimität gegeben werden soll, die, wie der Staatssicherheitsdienst der DDR, Produkt des Kalten Krieges und der deutsch-deutschen Konfrontation ist. Es gilt dem Beispiel der DDR zu folgen. Die Ämter für Verfassungsschutz sind, wie die Stasi, ersatzlos aufzulösen. Es wäre ein guter Moment gewesen. Es wäre die Gelegenheit gegeben, in dieser Phase, wo sich viel in der deutschen Politik neu sortiert hat, tatsächlich vielleicht noch mal nachzudenken und zu überlegen, ob da ein Bruch stattfindet, ob diese Fortführung des Kalten Krieges, also die Verfolgung und die Wahrnehmung von Kommunisten in jedem Winkel tatsächlich noch zeitgemäß und angemessen ist. Das ist unterschrieben worden von Organisationen, Dissidentenorganisationen und Parteien aus der ehemaligen DDR und auch aus der Bundesrepublik. Das war ein ziemlich starkes Statement, das leider überhaupt keinen Effekt gehabt hat. 91 ist das neue Bundesverfassungsschutzgesetz eingeführt worden. Die sämtlichen Fraktionen im Bundestag haben sich davon leider nicht beeindrucken lassen und das so durchgewinkt. Das ist bis heute die Grundlage der Verfassungsschutzaktivitäten. Kritik an diesen Aktivitäten hat es weiterhin natürlich gegeben, sodass der Verfassungsschutz dann auch gelegentlich nach neuen Legitimationen gesucht hat und unter anderem ein neues Betätigungsfeld gefunden hat und sich jetzt mehr in der Öffentlichkeit und Bildungsarbeit engagiert. Das ist in den letzten Jahren auch stärker geworden. Und ein neues Feld, was sie gefunden haben, ist, dass sie gerne Grundrechtsbildung machen wollen. Was sie wirklich erschreckend fand, war eine Initiative aus Niedersachsen. Der niedersächsische Innenminister ist tatsächlich ziemlich kreativ, was seine Polizei- und Überwachungsmaßnahmen angeht. Und der hat dann ganz konkret eine neue Initiative, die witzigerweise auch noch NEIS heißt. Ich habe jetzt das wird ausgeschrieben NEIS, also Niedersächsische Extremismusinitiative in Schulen oder so ähnlich heißt das. Da gibt es eine eigene Webseite für. Und da wird schön beschrieben, was die da jetzt also machen sollen, die Verfassungsschützer. Für die Grundschule gibt es künftig eine vom Verfassungsschutz entwickelte Grundrechte-Fibel, um frühzeitig einen Beitrag zur Demokratieerziehung zu leisten. Da sind die auch echt genau die Richtigen, ne? Das ist Es gibt ja Leute, die dafür ausgebildet sind, Kinder mit Demokratie zu konfrontieren und weiterzubilden und zu informieren. Aber dass das jetzt ausgerechnet der Verfassungsschutz macht, ist schon relativ ironisch. Für die Klasse 7 folgen dann die Andi-Comics zu den Themen Islamismus, Rechts- und Linksextremismus. Das Ziel hier, wir wollen damit den wachsenden Anstrengungen von Extremisten entgegenwirken, Jugendliche zu indoktrinieren.
Das findet in den Schulen statt. Da können sich Lehrer und Eltern auch im Grunde nicht gegen wehren, also nur sehr, sehr schlecht. Ich persönlich, mir wird also nicht wohl dabei, wenn ich mir vorstelle, dass Verfassungsschützer auf meine Kinder losgelassen werden, die dann anfangen, denen zu erklären, wie sie die Demokratie sehen sollen. Und in der 10. Klasse wird ein Planspiel Demokratie und Extremismus angeboten. Da geht es dann um einen von Rechtsextremisten angemeldeten Trauermarsch oder die Ankündigung von Islamisten, eine Moschee errichten zu wollen. Planspiel. Das also das Hamburger Abendblatt über die Initiative aus Niedersachsen. Niedersachsen ist da weit fortgeschritten, aber sowas gibt es in den anderen Bundesländern auch. Und auch der Bundesverfassungsschutz will inzwischen in Schulen aktiv werden. Dieses Bild hier habe ich selber gemacht. Das habe ich gefunden bei einem Tag der offenen Tür an einer Berliner Grundschule. Da sieht man also Stand der Polizei, die da informiert, die nebenbei auch die Andi-Comics vom Verfassungsschutz auslegt. Ich will hier gar nicht weiter auf das Trennungsverbot von Polizei und Verfassungsschutz eingehen. Das ist sicherlich dem einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen. Ich fand das bemerkenswert. Diese Andi-Comics kann man auch runterladen. Das sind Comics, die der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen erstellt und die sozusagen zeitgemäß den Jugendlichen erklären sollen, was das mit dem Extremismus so auf sich hat. Hier jetzt mal ein Zitat, was sich da drin findet. Was hat es denn zu bedeuten, wenn Linksextremisten sich als Antifaschisten bezeichnen? Linksextremisten verstehen sich nicht einfach als Gegenpol zu den Rechtsextremisten. Mit dem Begriff Antifaschismus verfolgen sie weitergehende Ziele. Im Zentrum ihrer Ideologie steht die Bekämpfung des Staates und des Kapitalismus, indem sie die eigentliche Ursache oder Wurzel des Faschismus sehen. Kann man ja sehen, wie man will. Ich persönlich würde denken, dass der Teil noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Das erkennt aber der Verfassungsschutz jedenfalls als was, was schon mal echt problematisch ist, wenn man was gegen den Kapitalismus hat. Ich verweise nochmal auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Dann kam der NSU. Das ist am Donnerstag ausführlich beschrieben worden. Wer sich das nicht angeguckt hat, Donnerstag, ich empfehle euch dringend, euch diesen Talk runterzuladen und nochmal anzugucken. Da wird viel darüber gesagt, warum V-Leute und welche Rolle sie gespielt haben im NSU und was es da alles an Details und Problemen dazu gibt. Der Skandal ist ja im Grunde, hätte größer nicht sein können oder ist es bis heute nicht. Und die Reaktionen darauf, die sind, das ist jetzt ein Jahr her, ja, das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Der Chef des Bundeskriminalamts, Jörg Zierke, will die Öffentlichkeit künftig mehr über die Ermittlungsergebnisse im Fall der Zwickau-Terrorzelle informieren. Nur so würden die Bürger den staatlichen Sicherheitsbehörden auch wieder Vertrauen und Achtung entgegenbringen, sagte Zierke am Donnerstagabend. In Konstanz, die Offenheit sei natürlich nur in dem Maße möglich, dass laufende Ermittlungen nicht behindert würden. Das ist also die Reaktion des BKA-Chefs auf den NSU-Skandal. Kein Wort des Anerkennens, dass da Fehler gemacht worden sind. Das kommt da nicht drin vor, dass irgendwas geändert werden müsste und was da falsch gelaufen ist, sondern jetzt geht es erstmal darum, dass wieder Vertrauen aufgebaut werden muss. Der Innenminister, wenig überraschend, selbe Richtung. Unser Land kann auf einen modernisierten und effektiven Verfassungsschutz als einen wesentlichen Eckpfeiler im System der deutschen Sicherheitsarchitektur auch in Zukunft nicht verzichten. Vorwort des Verfassungsschutzberichts 2011, veröffentlicht im Sommer diesen Jahres. Auch da kein Wort des Eingeständnisses, dass da vielleicht irgendwas falsch gelaufen ist und geändert werden müsste. Stattdessen hatten wir das Jahressteuergesetz im Juni, das haben vielleicht auch einige beobachtet, im Jahressteuergesetz, was man ja jetzt eigentlich überhaupt nicht für problematisch hält, was den Verfassungsschutz angeht oder sonst irgendwas Innenpolitisches in dem Maße. Im Jahressteuergesetz versteckt war der Versuch, einzubauen, eine Klausel, nach der der Verfassungsschutz hätte entscheiden können, welchen Vereinen die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Die Gemeinnützigkeit von Vereinen wäre sozusagen daran geknüpft gewesen, ob die als verfassungstreu gelten. Und wenn der Verfassungsschutz wie auch immer begründet und wie auch immer belegt und nachgewiesen, das ist ja dann auch alles nicht öffentlich im Zweifelsfall, hätte ausgereicht zu sagen, diese und jene antifaschistische Initiative oder der Verein oder sowas wie das APABITS, also auch Organisationen, die jahrelange Recherchearbeit leisten, die auch wichtig gewesen sind und weiter sind, um solche Sachen wie den NSU aufzuklären, die sind ausreichend verfassungsfeindlich, um die Gemeinnützigkeit entzogen zu bekommen und in der Folge wären diese Vereine dann natürlich kaputt gegangen oder zumindest ihre finanzielle Grundlage wäre ihnen nachhaltig entzogen gewesen.
Es hat Proteste dagegen gegeben, und zwar erhebliche, glücklicherweise, die das dann verhindert haben in letzter Sekunde, woran auch kaum noch jemand geglaubt hat. Es gab einen offenen Brief an den Bundestag mit Aktionen und Protesten, die dann da auch vor Ort stattgefunden haben. Ein Zitat daraus: Es gibt keinerlei Legitimation dafür, dass ein Inlandsgeheimdienst über die Grenzen der demokratischen Zivilgesellschaft bestimmen und einzelne zivilgesellschaftliche Organisationen ohne feste Kriterien und ohne Anhörung der Betroffenen oder Verfahren existenziell gefährden kann. Das ist von vielen Initiativen unterschrieben worden und nicht nur von irgendwelchen schreddeligen linksradikalen Antifa-Initiativen, sondern von auch großen NGOs, die selber sich auch durchaus als bedroht gesehen haben. Dieses Jahr im Sommer, ja, also in der Folge des NSU-Skandals, ungebrochen werden solche Maßnahmen, die den Verfassungsschutz stärken und ihm in seiner undemokratischen Aktivität weitere Aktivitätsfelder im Grunde zuschanzen. Direkt danach hat dann das Rücktrittsdomino eingesetzt. Im Juli ist der Chef des Bundesamtes zurückgetreten, einen Tag später der Thüringer VS-Chef, eine Woche später der Verfassungsschutzpräsident von Sachsen, Ende September von Sachsen-Anhalt und schließlich jetzt im November die Berliner Verfassungsschutzchefin Claudia Schmidt bittet um Versetzung, immer wieder im Wesentlichen wegen der Schredderung von Akten, wegen Skandalen, die nach und nach zutage getreten sind. Das heißt, dieser Skandal um den Verfassungsschutz findet eigentlich kein Ende, bis heute nicht. Das führt aber nicht dazu, dass da irgendwas Großartiges geändert wird. Herbert Prantl sagt dazu: Der ungeheuerliche Skandal um die Thüringer Neonazis macht deutlich, dass der Inlandsgeheimdienst entweder überflüssig ist oder gefährlich. Die Innenministerkonferenz. Die Innenministerkonferenz, die im Grunde die innenpolitische Richtung im Land vorgibt und beschließt, hat im August schon eine Zusammenarbeitsrichtlinie für die zukünftige Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern beschlossen. Dies sind jetzt die Konsequenzen aus dem NSU-Skandal. Ja? Die Zusammenarbeit der Behörden soll verbessert werden. Eine Auswertung dieser Initiative aus dem August hat jetzt Anfang Dezember ergeben, dass der Verfassungsschutz eine Institution des demokratischen Rechtsstaates und eine maßgebliche Bewertungsinstanz für den Extremismus ist, also kein Funken von Kritik, kein Funken von Interesse daran, irgendwas an dem zu ändern, was bisher stattfindet, müssen aber neben Prävention und Aufklärung die Öffentlichkeitsarbeit im Aufgabenprofil ein noch stärkeres Gewicht bekommen. Rolf Gössner beschreibt den Verfassungsschutz im September, finde ich, so treffend, wie man das besser nicht sagen kann. Noch immer glauben viele Menschen an das Märchen vom Verfassungsschutz, der Verfassung und Demokratie schütze. Doch dieses angebliche Schutzorgan trägt einen euphemistischen Tarnnamen, hinter dem sich ein gemeiner Geheimdienst versteckt. Mit clandestinen Strukturen, Mitteln und Methoden und der Lizenz zu Gesinnungsschnüffelei, Infiltration und Desinformation. Ein antikommunistisch geprägter, skandalgeneigter Inlandsgeheimdienst, der seine eigene altnazistische Vergangenheit bis heute nicht aufgearbeitet hat, der im Kampf gegen Narzissmus versagt, der Verfassung und Demokratie gefährdet und öffentlich nicht kontrollierbar ist. Andreas Förster schreibt diese Woche in der Berliner Zeitung: Das schier unglaubliche Versagen des Verfassungsschutzes bei der Überwachung und Verfolgung von Rechtsextremismus und Terrorismus ließe sich leicht mit Inkompetenz der Beamten erklären. Aber wäre es nicht ein viel größerer Skandal, wenn der Geheimdienst gar nicht so inkompetent gewesen wäre? Der Verfassungsschutz macht so weiter wie bisher. Er wird mit mehr Kompetenzen ausgestattet. Der Skandal hätte größer nicht sein können. Es ist niemand zurückgetreten. Es sind im Grunde, also von den Politikern, ich rede jetzt nicht von den Verfassungsschutzchefs, die sind ersetzt worden und die Arbeit dieser Behörden geht so weiter wie bisher. Es sind keine Politiker zurückgetreten. Es sind im Grunde politisch überhaupt keine Konsequenzen gezogen worden. Es geht so weiter wie bisher. Und das, finde ich, ist der eigentliche Skandal. Ich bin damit am Schluss. Es tut mir leid, dass ich die Zeit fast ausgeschöpft habe. Ich empfehle euch unbedingt vom Generator für Auskunftsersuchen Gebrauch zu machen. Da kann man sozusagen an verschiedenste Behörden mal Anfragen stellen, ob ihr schon überwacht werdet. Je mehr Leute das machen, desto besser, glaube ich. Da muss man im Grunde nur Namen und Adresse eintragen und sich aussuchen, zu welchen Behörden man das haben will. Das ist eine ganz sinnvolle Angelegenheit. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde wahnsinnig gerne auch jetzt noch über das diskutieren. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Ja.
Nee, Zeit haben wir leider keine mehr. Genau, pünktlich zu Ende. Ich weiß nicht, du bist ja aber noch... Zeit haben wir keine mehr, leider ist genau pünktlich zu Ende jetzt. Aber ich denke, du bist ja hier irgendwo unterwegs und Absolut. Vielleicht ergibt sich da eine Gelegenheit. Ja, vielen Dank.